Willkommen zurück zu The Evil Within. Wir sind fleißig dabei, die Kirchenkatakomben zu untersuchen. Eine Riesenleiter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. La la la. Oh mein Gott. Tra la 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 la. Sieht ja schon wieder vielversprechend hier aus. Okay, haben wir anscheinend genug von. Ist Bastian der Meinung. Vor allem, weil was ich auch nicht ganz verstehe, weil wir gehen ja die ganze Zeit immer auf diesen Stuhl. Und wie kann man seine Taschen erweitern, indem man sich was ins Hirn jagt? Das ist mir ein Rätsel, aber naja, gut. Nein, ich will nochmal zurück. Wie kommen wir denn? Wie kommen wir denn im Moment? Moment, Moment. Just a moment. That was she said. That was she said. Weil ich würde doch gerne mal da unten gucken, wie wir an die Statue kommen und an diesen Glibber. Weil, das schnalle ich jetzt irgendwie nicht. Weil da kommen wir jetzt wieder in den Hauptraum rein. Aber wie kommen wir denn bitte schön dahin? Da ist auf jeden Fall zu, aber da kommt man irgendwo lang oder von irgendwo her. Oder ist es vielleicht die andere Seite, wo wir jetzt hin müssen? Ich hoffe mal. Also, bisher habe ich keinen anderen Eingang gesehen. Sollte es nicht so sein, ist es schade darum, weil da sind zwei Flaschen Haargel und eine Statue. Und deswegen wäre es schade, das liegen zu lassen. Naja, gut. Schauen wir mal. Ich hoffe mal, dass wir jetzt von der anderen Seite dorthin kommen. Lalalala. Ich werde auch jetzt noch nicht die Statue. Ich werde auch jetzt noch nicht einsetzen. Wir sind hier so am Wabern. Achso, okay, das ist schon immer so gewesen, ne, oder? Ich glaube schon. Naja. Okay, dann gehen wir erstmal die andere Platte holen, bevor ich jetzt da die nächste einsetze. Das kann ja toll werden. Ich finde diesen Krisselfilter auf dem Bildschirm auch total cool gemacht. Den kann man ja einstellen, ob der viel krisseln soll oder nicht. Hallo? Ich bin's, Basti, der tolle Detective, der immer schöne Tagebucheinträge schreibt und... Boah, voll die Folterbänke hier. Ach du Scheiße, wie sieht das denn hier aus? Und was ist das für eine Riesenkette? Wer war denn daran festgemacht, bitte? Ich werde mal da mal untersuchen gehen und mal hoffen, dass da liegt aber nichts, ne, oder? Ganz schön mutig, jetzt hier lang zu laufen. Okay, wir können auf jeden Fall da jemanden vernichten. Oh, da ist ein Tonband. Das hören wir uns direkt mal an. Diese Kakerlake. Dieser Speichellecker ernährt sich von mir und meiner Arbeit. Ich muss noch herausfinden, woher er die Kombination für meinen Safe wusste. Doch dafür ist jetzt keine Zeit. Ich bin so nah dran. Niemand kann mir diese Daten je wieder nehmen. Es sind meine. Der einzige Weg. Wer auch immer den Safe als nächstes öffnet, sollte bereit sein, den Preis dafür zu zahlen. Wer den Safe öffnet, den muss bereit sein, den Preis dafür zu bezahlen. Welchen Safe meint er denn? Meint er den Safe von Klaus? Weil der hat ja den Safe auf dem Kopf. Aber den, Alter, den zu öffnen, ey. Aber er sagte ja, irgendeiner hat schon mal die Kombination von dem Safe geöffnet.
Hey. Oh mein Gott. Oh, hier ist eine Falle, ich sehe es. Eine Falle, eine Falle. Schöne Falle, schön im Schatten, im Dunkeln. Hallo? Ich würde sie gerne entschärfen, wenn es geht. Gott sei Dank. Boah. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Sehe ich das richtig? Ist da? Nee, da ist keine Lücke zwischen. Ich dachte, wir müssen da jetzt irgendwie. Wo soll ich denn hin? Da komme ich doch gar. Oh nein. Ey, das. Nee, oder? Fuck, wo soll ich denn hin? Ich glaube da, aber wie soll ich denn da raufkommen? Hä? Ah, Moment, just a moment. Ah, okay. Ist natürlich auch dumm, dass man da so ein bisschen Munition verblasen muss jetzt. Munition alle? Das war jetzt echt kinoreif, muss ich jetzt echt sagen. Geht aber auch runter, das Ding, ey. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wie mache ich die Tür auf? Hallo? Hallo? Wow! Wow, 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 wow! Wo kommt der denn her? Geh sterben! Geh sterben! Oh, ein Kopf schon mal weniger. Kann er wieder schon mal nicht sehen. Der hat, glaube ich, Gehirnglipper gerade schon verloren. Ne? Kann das. Oh, Strom. Eine Handgranate. Puh. Wir sollten auf jeden Fall. Auf jeden Fall bräuchten wir definitiv als nächstes Mal Munition wieder. Reichhaltig Munition. Weil. Wenn wir jetzt gleich unseren Freund begegnen, stehen wir ganz schön dumm da. Und ich möchte ja gar nicht. Und wir waren mal so gut. Wir waren mal. Ja, wir waren mal so gut ausgerüstet, wollte ich sagen. Und dann hat irgendein. Oh, geil. Und dann hat irgendein Klon, irgendein Otto, musste uns ja angreifen. So, ich werde mal eben, kleinen Moment, just a moment, werde mal eben gucken hier, weil ich werde natürlich jetzt nicht hier lang gehen. Muss eine Falle sein. Ja, ist auch eine Falle. Weil der hängt nämlich quasi da am Seil und wenn ich jetzt hier rüber gehe, wacht der auf und dann ist Ende im Gelände. Ich möchte aber ungern jetzt wieder Munition verblasen, um es auszuprobieren. Deswegen gehe ich hier lang. Ich weiß zwar, dass wir es nutzen müssen, das ist klar. Hahaha, schon wieder eine Falle. Guckt an. Momentan bin ich echt auf Fallenjagd, weil hier rechne ich gerade damit voll und ganz. Ich nehme mal die Flasche. Probier mal aus, die dahin zu werfen. Vielleicht geht er ja dahin, wenn er aufsteht. Ja, der ist auf jeden Fall da an dem Haken dran. Das heißt, wenn wir den runterholen. Da ist eine Axt. War so klar. War so klar. Der stirbt. Wie Kloßbrühe. Das war sowas von klar. Hoppala, Entschuldigung. Das müsste ja normalerweise jetzt der Kopf abgehen, oder? Wo ist er hin? Ah, okay. Tut
tut mir leid, mein Freund. Ich wollte es nur mal testen. So. Da ist auf jeden Fall eine Tür, da kommen wir aber nicht rein, ja, oder? Oder kommen wir hier rein? Nein, die ist zu. So, wir haben hier auf jeden Fall ein Rad mit einer Kette. Ich frage mich immer noch, ob wir da in diesen einen Raum kommen könnten. Nein. Just a moment. Wir haben ja Granaten, ne? Wir haben ja 2 von 5 Granaten. Ich werde die mal benutzen. Oder beziehungsweise welche die Typen jetzt da drüben locken. Machen wir es ganz einfach. Wir locken die einfach da drüben. Die sind ja nicht schnell. Ja? Und dann werde ich ganz schnell die Falle benutzen. Pass auf. Kommt hier rüber. Ich bin hier. Huhu. Hallo. Hier. Das wird ein Fest, ich freue mich schon. Was macht der andere da hinten? Der soll auch mitkommen. Da machen wir die schon mal. Ne, machen wir noch nicht. Was? Hallo, kletter da hoch. So, jetzt bewegt euch mal. Mann, geht mal ein bisschen schneller. Der fällt doch noch auf die Fresse. Ist denn sowas möglich? Mann, sind die dumm. Mann, die fallen ja voll auf Fresse. Eigentlich tun sie mir ein bisschen leid, muss ich ja ganz ehrlich sagen, aber ich erlöse die einfach mal. Ich erlöse sie mal von den... Ich erlöse sie mal von den Schmerzen. Nein. Ich erlöse sie einfach mal. Weil... Echt, die tun mir echt leid, also... du armer Kerl. Ja, ich... Entschuldigung, das ist einfach... So. Wo will er hin? Scheiße, fuck. Naja, wird halt oben zerdrückt, ist ja egal. Nee, doch nicht. Doch. Er hat Suppe runtergespritzt. Ich weiß aber gar nicht, wo die... Ist er tot? Nee, oder? Er lebt noch? Was? Boah, geh weg. Komm jetzt einfach zu Papi. Komm, folge einfach Papa mal. Dann zeige ich dir mal, wo es lang geht. Entschuldigung, das ist einfach... Das ist einfach zu göttlich, ehrlich, dieses Bild. Und vor allem, wie der jetzt auch versucht, hier hochzuklettern. Das ist einfach das... Das... Entschuldigung. Das ist einfach geil. Das ist die beste Slapstick-Comedy, die ich je gesehen habe. So, jetzt aber. Du liest ja schon. Entschuldigung. So. Jetzt haben wir's. Hat er was fallen lassen? Ja. Gehirnsuppe. So. Hagel. So, dann wollen wir mal. Jetzt geht's aber weiter auf jeden Fall. Also. Reicht doch schon. Ich muss ganz ehrlich sagen, ab und zu hätte ich sowas auch gerne mal, so eine Falle so für zu Hause. Für, ja, unflätige Nachbarn, die man mal in den Keller sperrt und dann einmal drauf drückt. Ja, ich weiß nicht.
Naja. Okay, zurück dürfen wir nicht mehr. Oh, da oben ist einer. Uah. Oh nein. Uah. Und Scheiße, hier ist auf jeden Fall eine Falle. Ich lock die mal alle hier rein. Uah, uah, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ja, das ging ja schneller als gedacht. Na toll, nur einer hat Gehirnsuppe verloren. Na egal. Okay, auf jeden Fall haben wir sie, aber wir haben immer noch den Raum gefunden, wo die Statue lag und so. Vielleicht finden wir den ja jetzt. Nein. Wie kommen wir denn... Moment. Just a moment. Ich muss doch nochmal zurück, bin ich ganz ehrlich. Ich gehe nochmal den Weg ab. Also, es tut mir leid, aber ich muss doch nochmal... Ach nee, ich komme ja hier gar nicht mehr rein, ne? Weil er ja hier die Klappe zugemacht hat, ne? War doch so. Oder? Ich würde doch schon gerne mal wissen... Uah, habe ich mir jetzt erschrocken. Ich dachte, der Schatten wäre eine Falle. Ich frage mich immer noch, wie wir da reinkommen. Da war nichts gewesen. Hier war der Stuhl. Okay, hier reinkommen wir nicht mehr. Dann gehe ich doch nochmal den anderen Weg. Weil das mit der Statue, das ärgert mich jetzt ein bisschen, dass wir die... Basti ist schon wieder außer Atem. Aber wisst ihr was? Wir machen das in einer weiteren Folge. Dann kommt Basti auch mal wieder ein bisschen zur Beruhigung und kann sich erholen. Und wir gucken dann in der nächsten Folge mal, ob wir da irgendwie in den Raum reinkommen und sehen uns hier wieder. Also bis morgen. Ciao.